Hier, wir sind ins Inventar gegangen und sollten unsere Sachen ausrüsten. Und zwar hatten wir die neue Pistole, das war die habe ich schon angelegt, und Handschuhe, die habe ich hier auch schon angelegt, das kann man hier machen. Jetzt hätte ich es auch wieder ablegen. Hier ist leider ein bisschen ein Bug, normalerweise müsste man da jetzt meinen Charakter sehen, wie der mit den Sachen ausgerüstet ist. Das liegt hier leider ein bisschen drüber, schade. Naja, später kommen halt noch Sachen hinzu, dann kann man Dinge, die man nicht mehr braucht, zum Beispiel diese Pistole, die ich jetzt von vorher hatte, die ich nicht mehr brauche, die kann ich verkaufen oder in Kristalle abbauen oder umbauen. Die sind dann, wären dann hier, und die Kristalle kann ich dann wieder verwenden, um neue Sachen zu verbessern, also aufzuwerten hier. Das, ja, schade, es wird nicht richtig angezeigt. Könnte ja daran liegen, dass ich das hier wieder auf dem PC emuliere, aber na gut. Ich gehe nochmal raus und jetzt bin ich hier in der Kantine. Hier sieht man auch, hier gibt es wirklich einen echten Chat, also alles live, und man kann auch Koop-Missionen spielen später. Es kommt alles dann später noch dazu, wenn man gewisse Level, mit den höheren Leveln ist. Jetzt bin ich ja gerade Level 2. Nachrichten habe ich bekommen, klicke ich auch noch mal eben kurz an. 500 Credits, weil ich mich eingeloggt habe. Nicht schlecht. Und hier auch noch mal, nicht schlecht, nicht schlecht. So, Credits brauche ich dann, um mich weiterzubilden. Zum Beispiel hier bei dem Trainer, der jetzt dieser Joiken ist. Durch Zufall, den ich eben besiegt habe. Kaufe eine Fähigkeit von Joiken. Genau. Hier oben stand's. Oben rechts. Kaufe eine Fähigkeit von Joiken. Dem Bodyguard Trainer. Okay, klicke ich Joiken nochmal an. Und ich kaufe mir Massenkontrolle. Lernen. Okay, kein Ding. Ich hab's, das Geld. Fähigkeit. Einschüchtern kann ich mir auch direkt kaufen, das mache ich auch. Zack. Super. Ich habe tatsächlich was gelernt. Jetzt gehe ich wieder aufs Inventar, oben links, auf Fähigkeiten. Und hier kann ich dann meine Fähigkeit zuweisen. Also ich habe 5 Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob das später noch ergänzt wird. Aber bis jetzt habe ich halt 5. Zielgerichtet, das hatte ich eben schon, das war das Abrollen. Dann einmal die Richtungsfähigkeit, das war Handbetäubungsblaster Rang 1, also dieser Schnellfeuer, dieses Mehrfachfeuer. Dann habe ich jetzt gerade die Massenkontrolle hinzugefügt, können wir kurz durchlesen. Das war, wirft Gegner in Reichweite zurück und verlangsamt sie für gewisse Zeit. Und Einschüchtern habe ich jetzt noch gekauft. Das ist verbreitet den, ja, bei Gegnern in Reichweite für gewisse Zeit Angst. Okay. Jetzt habe ich noch passiv frei, das kommt dann später noch. So, dann gehe ich nochmal raus. Jetzt soll ich wieder mit Happy Depp in der Kantine reden, also mache ich das auch. Die Dinge stehen gut. Okay, haben sich jetzt alle lieb, ja. Leider, gut, da ist eben eine kleine Konversation ausgefallen, bei der, wo ich nochmal neu schneiden musste. Da habe ich mit ihm schon geredet und die Streitigkeiten zwischen mir und Tyskin, wie hieß, aus dem Weg geräumt. So, wie auch immer, diese Sektorenblockade macht den Handel zu einer einzigen Katastrophe. Selbst von Burning-Con herunterzukommen, erfordert schon mehr Kontrolle als üblich. Okay. Vor kurzem wurden einige Schiffe meiner Freunde abgeschlossen. Du musst sie also bergen. Naja, teils bergen, teils zurückerobern. Diese Freunde von dir, denen wir helfen, sind Schmuggler der Handelsliga. Ah, Schmuggler, immer diese dreckigen Schmuggler. Ja, ich klickt mal weiter, ihr könnt das ja dann auch mal zocken und durchlesen. Was, Geschirr? Ich habe gerade nur Geschirr gelesen. So, jetzt kommt eine neue Mission und los geht's. Die Missionen haben halt auch Voraussetzungen. In meinem Level 2 natürlich noch nicht viel, aber das wird halt immer mehr. Einleitungsmodus, Fragezeichen. Gut, das kann ich natürlich auch immer machen, das ist natürlich nicht schlecht. Und wenn ich jetzt Fragen hätte, könnte ich mir den Bereich anklicken. Habe ich aber nicht. Hier sehe ich Belohnungsstufen links. Bin jetzt nur auf eine. Bis jetzt gibt es nur eine. Später gibt es mehrere. Da kann ich mir dann aussuchen, wie schwer die Mission wird und was ich dann im Endeffekt dafür kriege. Garantiert ist, ja, diese drei Kristalle, die ich zum Aufwerten gebrauche, und halt Credits. Ja, ich spiele jetzt einfach mal. Ein bisschen stärker als vorher bin ich jetzt durch die neue Pistole und durch die Armschützer. Aber jetzt noch nicht weltbewegend. Ja, gut, Level 2 halt. Ich habe das Spiel jetzt schon, wie gesagt, ein bisschen angespielt. So 2 Tage lang, bin jetzt auf Level 10, glaube ich.
Nee, oder schon ein bisschen mehr. Hab einen Job für dich. Und also das, man kommt schon recht schnell weiter mit den Leveln. Und na gut, auf Dauer wird es ein bisschen langatmig, weil die Missionen sich jetzt nicht so doll ändern, sondern nur in der Schwierigkeit und ja. Aber wie gesagt, müsste eigentlich auch mal selber anspielen. Macht schon Bock auf jeden Fall. So, genug geredet. Jetzt kämpfen wir und ich will es auch nicht lesen. Ja, das hatten wir schon, das war eine Erinnerung. Jetzt haben sie mir gerade nochmal gesagt. Also hier links sehe ich ja jetzt meinen Charakter mit diesen drei Fähigkeiten. Einmal abrollen, das war jetzt das Doppelklicken. Das Schnellschussfeuer, das benutze ich gleich. Diese Selbstanwendung, dieses das Macht ergreifen, ich weiß gar nicht genau. Und unten rechts, da ist eine Fähigkeit, die sich erst aufbauen muss, indem ich jetzt Sachen zerstöre oder hier diese Leute töte. Ah, jetzt mal. Ging easy. Kann ich jetzt natürlich nur begrenzt benutzen, diese Fähigkeit, weil die sich oben links sieht man ja diese Energieleiste immer irgendwie aufbauen muss. Also ist auch nichts Neues. Bug da brauche ich jetzt nicht. Kann ich auch vielleicht später aufheben. So, jetzt mache ich mal hier Doppelklick auf mich und jetzt habe ich hier den dritten von oben links die Fähigkeit freigesetzt. Das war dieses. Ich weiß gar nicht. Macht erschüttern, irgendwie sowas. Weil so Mächte dürfte ich als Schmuggler eigentlich nicht haben. Aber naja. Vielleicht habe ich es ja auch noch falsch gegeben jetzt. Ach, komm. Ey. Aber das wollte ich doch machen. So, jetzt hier unten kann ich jetzt auch meine krasseste Fähigkeit einsetzen, weil die hat jetzt fertig. Die ist jetzt fertig aufgeladen. Mache ich jetzt gerade noch nicht, aber kommt gleich auch noch. Es lohnt sich bei der natürlich nur, wenn da mehrere Gegner sind. Weil das halt im Umkreis so ja, beeinflusst. So, genau wie diese hier mit dem Doppelklick auf mich selber. Da wirkt das natürlich nur bei den Leuten, die. Ja, so Ende meiner Nähe stehen. Jetzt sind ein paar mehr, jetzt kann ich das noch machen. Ah, jetzt haben die nämlich alle Angst. Ich glaube, der Effekt bei dem, dass sie Angst haben, ist, dass es mehr Leben zieht, wenn ich den jetzt eine verpasse. Ja. Ich mal kurz hier leben. Ja, das war's schon. Das war's schon mit der Mission. Wie gesagt, alles noch nicht schwer. Es kommt noch. Ah, jetzt bin ich schon bei Level 3. Das geht also alles echt zügig. Was habe ich bekommen? Immer sehr spektakulär mit dieser Zwischensequenz hier. Was sind das? Stiefel oder Schuhe? Weiß ich gerade gar nicht. Cargohose, okay. Und ein Kristall. Ein Item. XP. Was? ID. UI. Ja, das stimmt wohl oder was nicht. Aber das Spiel ist auch wirklich ganz neu. Ich hatte jetzt in den 2 oder 3 Tagen, in denen ich das hatte, auch noch kein Update. Also. Wobei die sich auch wirklich. Was habe ich gesehen? Sich bemühen darum, dass Leute auch denen schreiben, wenn sie da irgendwelche Bugs finden. Da wird man im Spiel drauf hingewiesen oder man bekommt die Möglichkeit. Geschmiedeter Dash-Schrott. Das waren auch die Sachen, die mir vorher versprochen wurden. Am Anfang der Auswahl der Schwierigkeit. Oh. Genau, Ausrüstung hat Level, genau wie dein Charakter. Du kannst sie aufwerten, um zu verstärken, tippe dein Porträt. Das hatte ich eben schon erwähnt. So. Inventar. Was ich neu habe, ist die Weste, die kann ich gerade noch nicht anlegen. Wir müssen leider sehr synchron hier zu deren, was die sagen, machen. Und so, aufwerten. Ja.
sieht man, dass diese Pistole jetzt zum Beispiel 10 Level hat und nachdem diese 10 Level im Maximum sind, ist jetzt schon der Fall, kann ich die intern sogar nochmal upgraden. Wenn ich die jetzt hier anklicke, ach schade, das ist ein bisschen alles verbuggt. Hier könnte ich es dann jetzt upgraden in das zweite Level, also dieses Stern 1, Level 1. Dafür brauche ich aber diesen Kristall, den habe ich jetzt noch nicht. So. Jetzt kann ich noch diese Weste anlegen, die ist nämlich wertvoller oder besser als die andere anlegen. So. Und die Hose, die ist auch besser. Das sehe ich hier. Unten links. Plus 5, plus 9 und also plus 5 Stärke und 9 Abwehr, meine ich. Aufwendig anlegen. So. Okay, und raus. Und sprich wieder mit Happy Depp. Happy Depp. Mir geht's gut. Brauchst du etwas? So, eine Mission machen wir jetzt noch. Happy sagt, du seist wegen der Fracht der Cruel Mistress hier. Ja, bla bla. So. Gleich noch meine Fähigkeiten anwenden hier, wenn da gleich mehrere kommen. Ist natürlich alles easy. Ja, sehr schön. Ich mach diese Kisten jetzt mal auch zwischenzeitlich kaputt, wenn ich die Zeit habe. Jetzt war nicht so gut. Weil da halt immer Geld drin ist. Nicht viel, aber vielleicht lohnt sich das dann irgendwann mal, wenn ich mir das kaufen will. Ah, bleib hier. Brauche ich Leben? Nein, brauche ich erstmal nicht. Ist jetzt ein bisschen einseitig, weil ich halt nur diese einen Fähigkeiten habe. Die kann ich halt, wie gesagt, auch hinterher verbessern und auch andere wählen, wenn mir andere besser gefallen. Und ja, hier, das nehme ich doch direkt mit. Die sind nämlich teilweise ein bisschen versteckt, so Kisten. So, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube hier. Jo. Oh, schon ein Endgegner. Kann ich nochmal kurz vorher die Kiste kaputt machen? Ja. Dann warte ich, bis das wieder aufgefüllt ist. Eieiei, ist er ja schon. Carlo, der sieht jetzt aus wie der Tüsken hier vorher. Oh, da springen wir weg. Ja, gleiche Rasse. Ja, auch nicht allzu schwer. Ich klicke das jetzt einfach mal weiter, ganz frech. Mission beenden, gucken, was ich kriege. Und schon Level 4. Geht wirklich echt schnell. Credits jetzt nicht so viel gekriegt. Und schon wieder neue Sachen. Ein Helm, auch nicht schlecht. So. Aber das war's auch erstmal. Mehr werde ich gar nicht spielen. Wirklich, es ist ein Spiel, wo man auch noch hinterher, also wenn man sich schon ein bisschen reingespielt hat, auch Spaß haben kann, weil dann immer mehr Sachen dazukommen. Man kann mit Leuten chatten, man kann auch in Clans beitreten oder welche selber gründen. Dadurch auch so Missionen, glaube ich, mit Personen ja kooperativ machen. Das ist echt. Ich sage jetzt wirklich nur einen Bruchteil und da kommt noch viel mehr, wenn man es länger spielt. Man kriegt auch Crewmitglieder und mit denen kann man dann auch Aufgaben erledigen und dann Geld einsammeln und sowas alles. Also, wenn ihr das schon interessant fandet bis jetzt, dann spielt es einfach mal an. Ist echt ein witziges Spiel, ist völlig umsonst. Man sieht hier oben links, da sind die Credits einmal eingeleuchtet und sowas Silbernes, das nennt sich Chromium. Das ist die quasi Premium-Währung, die kann man sich kaufen. Ist mir jetzt aber noch nicht so ergangen, dass ich die unbedingt bräuchte. Ist kein, meiner Meinung nach, kein Pay-to-Win-Spiel. Also, die hätten da auch vielleicht
weil das, ich weiß ja nicht, wie sich das jetzt entwickelt, da hätten sie vielleicht noch so Anfangspreis machen können für den Kauf des Spiels, um solchen Mikrotransaktionen im Spiel dann aus dem Weg zu gehen, ist jetzt deren Entscheidung, aber ich finde es, also das Spiel ist, dafür, dass es wirklich umsonst ist, echt außergewöhnlich umfangreich und ja, für alle Star Wars-Fans sowieso immer geeignet, denke ich. Das ist schon auch recht getreu den ganzen anderen Spielen und der Saga und das finde ich auch sehr wichtig bei Star Wars-Spielen. Schön, dass es das hat. Ja, gut, alles klar. Also, wenn ihr noch Spaß daran habt, dann zockt es mal selber an. Viel Spaß, macht's gut, ciao!